Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zu einer weiteren Folge Stardew Valley auf dem Gaming-Hof. Wir schauen erstmal, was die Königin der Soßen für ein Rezept für uns hat. Eine Zuschauerin aus Pelikan hat mir neulich geschrieben, mal sehen, mein Name ist Hayley. Sie schreibt, ich habe letztes Mal in Susu deine pinke Torte probiert und mich verliebt. Könntest du dein Rezept in der nächsten Folge vorstellen? Warum eigentlich nicht? Es ist eine fabelhafte Torte und ihr werdet nie die geheime Zutat erraten. Melone! Sehr schön, damit haben wir auch das Rezept für die pinke Torte. Wunderbar. Guten Morgen, ich habe dieses Geschenk für dich besorgt. Keine Sorge, ich habe es schon mit Salbeiweihrauch gereinigt. Das ist aber lieb. So, wir haben hier noch ein bisschen Trüffelöl, was fertig ist. Das finde ich auch sehr lieb. Moment, was wollte ich hier? Den Stoff, genau, den Stoff wollte ich wegpacken. So, wir gucken mal ganz kurz, ob unsere Reifefässer schon Erzeugnisse haben. Nein, aber diese beiden Fässer hier. Dann legen wir da auch wieder was rein. Und dann schauen wir mal, was draußen auf uns so wartet. Außer Regen natürlich. Oh, Post. Grüße, junger Adept. Ich habe in diesem Paket einen Gegenstand von arkaner Bedeutung verpackt. Nutze ihn weise. Emras Modius, Zauber. Eine gefrorene Träne. Und noch mehr Post. Kopfgeburt, ich brauche Trüffelöl. Frag nicht warum. Bürgermeister Louis. Wow. Was soll denn der schroffe Toni? Ich meine, er kriegt's natürlich, aber... Warum denn sofort so aggro, so nach Mutter? Hey, ich will das von dir, aber das geht nicht in Scheißring an, was ich damit machen will. Mann. Komischer Typ. Aber gut, er möge es natürlich von uns erhalten, weil wir ja so nett sind. Auch wenn er es nicht ist und irgendwie ein bisschen schroff wirkt. Zumindest liest sich das sehr schroff, weil er sonst eigentlich immer so recht ausgelassen, recht viel palabert. Und jetzt einfach nur, ey, Trüffel, frag nicht, Fresse. Finde ich jetzt nicht so nett, aber wie gesagt, es gibt, denke ich, durchaus Schlimmeres. Dann sammeln wir mal unsere Oranje. Und der Rotkohl ist fertig. Sehr schön. Da sollten wir heute nochmal... Ah, sehr schön. Tomaten sind auch noch einige fertig. Dann gucken wir mal, was wir gleich noch für Saatgut holen, was weniger als 7 Tage braucht. Oder beziehungsweise 7 Tage oder weniger. Formulieren wir es so. So, aber erstmal alle Tomaten... So, zack, zack, zack. Und hier auch nochmal. So, dann wären wir durch und wir haben ein fast volles Inventar. Aber ich denke mal, um noch hier ein bisschen Eier zu sammeln, dürfte der Platz noch reichen. Ach ja, wir haben ja wir haben ja umgebaut. Ich entsinne mich dunkel. Sehr schön. Ich glaube, wir sollten hier nochmal ein bisschen mehr Grasbündel verpflanzen. Jetzt, wo es regnet und sowieso alle drin sind. So, unser kleiner Robot-Chicken, dem geht's auch gut. Wunderbar. Dahinter lag nichts. So, dann sagen wir euch allen noch das, was euch lieb haben. Irgendwie wenig Eier hier, ne? Wie viel habe ich jetzt? Gerade mal 4 Stück. Habe ich auch nur 4, ne? 1, 2, 3, 4, 5 hätten es doch sein müssen. Oder ist dahinter irgendwo eins, wo ich es nicht... Da! Da unten in der Ecke ist es. Und hier steht noch eins, das ich übersehen habe. Meine Fresse. Okay, eine von euch war fleißig. Ach ja, stimmt. Und sonntags auch mal 2. Haha, da war ja was. Jetzt macht der Vers auch Sinn. Mein Gott, war der flach. Aber sorry, der musste sein. Der hat einfach irgendwie zu gut gepasst. Ich denke mal, ihr wisst, welchen Vers ich meine, ne? So, wir pflanzen hier noch einige Grasbündel. Weil, wie gesagt, da jetzt sowieso keiner hier draußen alles wegmampft, dürfte das wunderbar wuchern. So, jetzt aber raus hier. Obwohl, wir könnten eigentlich direkt melken. Ich glaube, wir haben noch genug Platz dafür. Hoffe ich zumindest. Ja, wobei, es könnte schwierig sein. Egal, wir machen es einfach. Ach nee, stimmt. Ziegen waren morgen dran. Entschuldigt bitte. So. Ja, ich habe euch alle lieb. So, euch beiden muss ich noch melken, glaube ich. Genau, und jetzt dich noch. Und fertig. So. Dann auf zum Produktionsraum. Vielleicht sollten wir vorher noch ein bisschen Platz im Inventar machen. Wäre jetzt nicht so ganz verkehrt. Ist unser Kleiner etwa draußen? Ja, ach, was machst du denn draußen? Geh doch rein. Mensch. Du musst doch im Trockenen sein, du musst dich doch wohlfühlen hier.
So. Weil wir könnten auch eigentlich direkt schon mal die Eier da reinpacken. So, jede Menge Hopfen. Wunderbar. Dann die Milch, die Kindermilch. Ist gut für dich. So. So, damit wäre die Produktion soweit erstmal im Gang. So, was haben wir, was hier noch rein muss? Genau, ich wollte hier den... Was war das? Ahornsirup, genau. Der kommt da rein. Die gefrorene Terrine packen wir auch schon mal weg. Wobei, wir schauen mal, hat jemand Geburtstag heute? Können wir auch wieder mal ein Geschenk mitbringen? Nope, heute nicht. Sehr gut. Oh, ich bin nicht gelangweilt. Ich genieße nur, was wir hier haben. Es ist ein einfaches Leben, aber ich mag es. Hat er mich jetzt dumm genannt? So ein bisschen? Naja, ich gehe mal nicht davon aus. So, auf in die Stadt. Neues Saatgut kaufen und dem Bürgermeister auf sein freundliches Schreiben antworten. Bürgermeister Louis will Trüffelöl, er will nicht sagen, wofür. Vielleicht geht es dich nichts an. Ja, vielleicht ist das ja auch richtig so, dass mich das nichts angeht. Wir könnten dem Zauberer wieder was schenken. Sehr schön. Das sollten wir dann bald machen. Wie gesagt, ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, was der gute Wuser mir da gesagt hat, was der dann macht. Oder was man dann kriegt. Aber ich meine, man kriegt dafür irgendeinen Gegenstand. Und noch eine Aufgabe. So, verfeinerter Quarz für Willy. Ja, das kriegen wir doch wohl hin. So, Bürgermeister Louis, wo sind Sie? Sind Sie vielleicht bei sich zu Hause, werter Herr? Jo. Schönen Nachmittag. Du hast das Öl? Lass mich mal sehen. Hm, gute Qualität. Sehr glatt. Großartig. Danke dir. Hi, Kopfgeburt. Du machst eine Pause. Ich hoffe, der Fluss tritt nicht über die Ufer. Ja. Würde ich auch hoffen. Ich habe da ja so eine Theorie, wofür er das Öl braucht. Vielleicht hat er wieder ein Date und so Massageöl. Und, oh, man weiß ja nicht. Vielleicht will er ein bisschen wieder rumschlawinern. So, wenn wir schon mal hier sind, gucken wir mal eben nach den Korallen. Und dann schauen wir mal, was der Pferdestall kostet. Das habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Ich meine, 100 Hartholz brauchen wir dafür. Wir haben es auch, glaube ich, beim letzten Mal schon geguckt, ne? Ich meine, ja. Müssten 100 Hartholz gewesen sein und dann irgendwie 10.000 Taler. Also die, das Geld ist nicht das Problem. Gott sei Dank nicht. Oh, 750 Schleifen. Wey, ich bin reich! Was haben wir noch? Genau, den verfeinerten Quarz. Können wir auch eigentlich gleich direkt holen. Wir gehen mal eben kurz zu Robin und gucken mal, was so preistechnisch alles geht. Ach ja, Saatgut, haha. Beinahe wieder vergessen. So, 7 Tage oder weniger. 12, 11, 13, 5. Ja, vielleicht Peperoni. Weizen, Radieschen. Mohn. Sommerschmuck, Hopfen, Mais. Rotkohl. Was wollen wir nehmen? Sommerschmuck oder Mohn? Ne, Sommerschmuck macht keinen Sinn, weil das 8 Tage sind. Mohn oder Radieschen? Ich würde sagen, wir nehmen Radieschen. So, 40 Stück müsste reichen. Vom Platz her. So, dann auf zu Robin. Einmal schauen, was so der ganze Schmarrn kostet. Und wir müssen schauen, die fliegende Händlerin ist wieder da. Was brauchen wir denn überhaupt noch alles? Für das Aquarium brauchen wir nur noch den Glasaugenbarsch. Da 3 Äpfel und da ein Granatapfel. Mein Gott, wir sind echt fast fertig. Das ist am Anfang, da dachte ich so, mein Gott, werde ich das überhaupt schaffen? Und so, gerade wo wir dann rausgefunden haben, dass Großvater ja zu Beginn des dritten Jahres kommen wird. Oh nein, du bist pitschnass. Das ist richtig. Wir könnten auch mal eine Mühle uns aufstellen, grundsätzlich. Können wir eigentlich einen zweiten Schuppen haben? Bestimmt, oder? Hm.
Naja, egal. Schauen wir später mal. Ich meine, wir haben natürlich noch in unserem Keller ein bisschen, na, Entschuldigung, da wollte ich lang, in unserem Keller ein bisschen Platz dafür. Ich nehme eben ein paar Bäume mit. Dass wir noch ein bisschen an Holz kommen. Wir haben ja in unserem Keller noch ein bisschen Platz dafür, für weitere Fässer und, also Einmachgefäße und Fermentierfässer. Aber so ein weiterer Schuppen wäre vielleicht auch ganz geil. Dann hätten wir nämlich noch mehr Platz, den wir ausnutzen könnten. Wobei rein theoretisch könnte man auch sagen, wir stellen einfach alles in den Stall. Also in den Kuhstall, weil da ist ja doch sehr viel Platz, muss man sagen. So, hier kommt erstmal alles weg. Schön alles abjäten. So. Toll, für Tor habe ich jetzt keinen Platz. Super. Kein Platz für Tor. Loki wäre erfreut. Hahaha. Aber was lümmelt der denn da draußen rum? Der wird doch bitte nass, Mensch. Was soll denn der Quatsch? Warum ist der so Panne? Der ist so Panne. Warum bist du so Panne, Kleiner? So, wir müssen erstmal ein bisschen was wegbringen, denn wir haben sowieso keinen Platz mehr im Inventar. So, dann packen wir mal dich hier weg. Wir nehmen einen verfeinerten Quarz schon mal mit. Das packen wir weg, das packen wir weg. Dich packen wir weg. Mein Gott, wie viele Kiefernzapfen ich habe. Unglaublich. Die könnte ich eigentlich alle mal verscherbeln, theoretisch. Praktisch, na, weiß ich nicht, ob ich das machen will. Ob das wirklich so Sinn macht. So, dann erstmal hier ein bisschen Recycling. Und ein weiterer Diamond. Sehr schön. Dann rein mit dir. Wir nehmen meine Schattenessenz mit. Und wir packen mal die Tomaten hier weg. Dich packen wir weg. Wir haben den Pfirsich vergessen zu ernten, ne? Jo, Tatsache. So, einiges wieder fertig geworden. Wunderbar. So, dann gucken wir, dass wir hier mal für Nachschub sorgen. Zack und zack. So, da muss wieder ein bisschen durchgehopft werden. Mein Gott, alles wird gerade fertig. Wunderbar. Ist das herrlich, Kinas? So, hätten wir das schon mal. So, dich packen wir hoch und dann hauen wir schon mal was in unsere Verkaufskiste. Ah, Moment, nee, den Käse, den müssen wir doch noch verfeinern. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Platz dafür. Hoffe ich zumindest, wir schauen mal schnell. Ich meine, ein, zwei Fässer waren noch frei, oder? Ja, zwei, genau. Gut, dann euch beide. Und dann können wir endlich mal wieder anfangen, ein bisschen Käse zu verkaufen. Damit wir damit auch endlich mal wieder ein bisschen unseren Gewinn nach oben schrauben. Ich meine, wir hatten ja doch einen guten Gewinn, also 30.000 immer so den Dreh, plus minus. Aber mehr halt nicht. Und ich denke, da ist auch der Käse für verantwortlich. Ich habe noch gar nicht den ganzen Rotkohl geerntet. Ich denke, was stimmt denn nicht mit mir? So, wir sehen mal eben hier alles neu aus. Und ja, ich weiß, hier sind einige nicht gedüngt, aber das ist mir gerade echt einerlei. Wir müssen nämlich noch zu der Händlerin und ich weiß gerade gar nicht, ob die... Oh, wir sollen uns beeilen, weil die wird jetzt nicht ewig aufhaben. Hoffen wir, dass wir sie noch erwischen. Wenn nicht, dann würde ich mich mal wieder ärgern über meine eigene Dummheit, dass ich nicht einfach eher dahin gegangen bin. Muss ich mich ärgern? Muss ich mich ärgern? Man weiß es nicht. Und nein, sie hat noch auf. Whey! So, Käferfleisch, Tulpe. Ja, komm, die Batterie, die gönnen wir uns mal. Gebratener Aal. Sardine, Rhabarber.
Noch eine Batterie? Luxuriöses Bücherregal. Nee. Da ist jetzt nichts bei, wo ich sage, das brauche ich unbedingt. Batterien sind zwar ganz nett, aber... Komm, Platz genug haben wir. Wir sammeln dich mal ein. Wow, direkt am Eingang wieder. Das ist aber ziemlich frech, mein Freund. Dass da einfach auf uns lauert. So, schwingen, schwingen. Schwing! Okay, daneben geschwungen. Yay, mehr Strauß fahren. Und vor allem mehr Hartholz. Ich meine, wir können... Hartholz können wir doch, glaube ich, auch bei Robin grundsätzlich kaufen, meine ich, oder? Kann man da Hartholz kaufen? Also bei normalen Holz und Stein ist klar, aber Hartholz bin ich mir gerade unsicher, ob man das da kaufen kann. Müssten wir bei Gelegenheit mal gucken, weil dann bräuchten wir gar nicht so lange warten, bis wir unseren Stall haben. Dann könnten wir nämlich einfach direkt alles fertig machen. Müssen wir halt nur ein bisschen mehr Geld investieren. Was man ja aber grundsätzlich auf jeden Fall machen könnte. Theoretisch. So, wir jockeln dann nochmal schnell zum Zauberer, dass wir dem auch noch sein Geschenk geben, damit wir uns schön einschleimen bei dem. So. Sehr schön, er fühlt wieder eine mächtige Energie. Und nein, wir haben es noch nicht auf 10 Herzen hochgeschafft. Manchmal beobachte ich insgeheim die Stadtbewohner. Ich würde gerne einen Lehrling finden. Irgendwann werde ich diese sterbliche Ebene verlassen, aber meine Arkan-Nachforschungen müssen fortgesetzt werden. Aha. Hier können wir leider immer noch nichts machen. Schade. Gut, dann würde ich sagen, so viel Zeit ist ja gar nicht mehr. Da ist ja das schon wieder rum. Mein Gott, ey, wie schnell die Zeit hier immer rennt, das ist unglaublich. Aber wie gesagt, wenn wir denn mal ein Pferdchen haben bei Gelegenheit, dann können wir uns viel schneller bewegen und dann geht auch nicht mehr so viel Zeit flöten für die Reise. Guck mal, wir sind um 9:30 rausgegangen da oder um 9:40. Und jetzt haben wir gleich schon 9:50, also... Zeit arbeitet stets gegen einen. Wie im richtigen Leben. Ach ja, das Tor wollte ich noch einsammeln. Und hier oben hinbauen, dass man einen schnelleren Zugang hat. Stimmt. So. Da muss ich nicht mal bis nach unten gehen, um da reinzukommen. Halte ich jetzt zumindest für eine einigermaßen sinnvolle, praktische Idee. So, erstmal da alles eingesammelt. Dann würden wir den Strauß fahren einfach nochmal ein bisschen einlegen. So. Ach, guck an, hier unten ist ein Fass, das ich vergessen habe. Unglaublich. Skandal! Skandal! So, auf ins Verkaufskistchen. Genau, wir müssen noch zu unserem Gewächshaus mal schauen, ob da noch irgendwas gewachsen ist. Ne, sieht nicht so aus, aber es ist recht düster hier. Kann man nicht mal irgendwie so eine gescheite Beleuchtung aufstellen? Müsste mal gemacht werden. Wir müssen mal mit dem Eigentümer reden. Oh, hoppla, das ist ja wir. So, und diesmal denke ich tatsächlich sogar am ersten Tag schon an die Pilze. Ich bin so stolz auf mich. Ich hoffe, ihr seid auch. Zumindest so ein ganz kleines bisschen. So, dann erstmal weg mit den Pilzen. Ach, wir müssen aber mal gucken, dass wir hier so diese Einzelsachen vielleicht endlich mal rauskriegen und weiterverarbeiten. Ach, die seltene Saat wollte ich noch pflanzen. Egal, das machen wir morgen. Tut ja jetzt nicht so sehr Not, dass wir das unbedingt heute machen. Aber wir haben ja noch ein bisschen was zum Recyceln. Das können wir heute machen. Warum auch nicht? So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ins Bett und kuscheln uns an unsere Frau. So, ab in die Haier. So.
Leben vom Land, weil mal gucken, was heute für ein Tipp kommt. Gegenstände im Rampenlicht. Fass. Gewöhnlich werden Fässer zur Herstellung von Wein aus Trauben verwendet. Aber wusstest du, dass du Wein aus allen Früchten machen kannst? Oh ja, du kannst auch Saft aus Gemüse machen. Ja, das weiß ich wohl inzwischen. Danke für die Info. Hallo, holdes Weib. Ich werde heute die Stadt besuchen und später in der Kneipe aushelfen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, danke, du kleiner Spatz. So, erstmal hier. Ach, guck an. Im Treibholz war kein Treibholz, sondern Kohle. Das ist auch mal was Neues. Ich glaube, das hatten wir tatsächlich überhaupt noch nie. Weil da bisher einfach immer Holz drin war und nie was anderes. So, da rein mit dir. Hier ist immer noch nichts fertig. Mann, 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 Mann. So, dann schauen wir erstmal, was draußen fertig ist. Überraschung, der Hopfen ist fertig. Das ist ja mal unglaublich. Ja, das ist natürlich Spaß. Ich meine, Hopfen ist ja immer fertig. Deswegen, wir können so viel helles Bier brauen. Das geht auf keine Kuhhaut mehr. So, Blaubeeren haben wir auch einige. Sehr schön. Stimmt, wir haben ja sehr viele Blaubeersträucher. Das heißt, da dürften wir jetzt einiges an Ernte rauskriegen. Ich bin gespannt, wie viele das insgesamt sein werden. Oh mein Gott. 52, 58. Ja, gerade bei den Sträuchern lohnt sich das Düngen ungemein. Ich meine, Düngen lohnt sich natürlich immer. Grundsätzlich. Aber gerade hier, da kommt dann immer so richtig schön viel bei rum. Das finde ich sehr nice. Mein Gott, ey, habe ich wirklich so... Ich meine, ich habe es jetzt nicht mehr 100% auf dem Schirm, was ich wann wie gepflanzt habe, aber ich bin nur gerade überrascht, dass ich so unendlich viele Blaubeeren jetzt da rauskriege. Ach, ist das herrlich, Leute. Ist das herrlich. Wir können das mit Blaubeeren totschmeißen. So, und da sind auch schon wieder einige Trüffel, das ist auch schön. So, dann bin ich mal gespannt, wie viel Blaubeeren wir gleich hier rausgezogen haben. Ich gehe mal ganz schnell hier rüber, dass wir unten den Zähler noch weiter haben. Dann muss ich nicht einzeln zusammenrechnen gleich. So, weiter ernten, ernten, ernten. Oha, hier hat eine Vogelscheuche versagt leider. Das finde ich jetzt gar nicht mehr so geil. Mein Gott, 468 Blaubeeren. Leck mich doch am Zückerli. Und Peperonis haben sie auch gefressen. Na, dann hoffe ich mal, dass die Krähe, die das war, ordentlich Dünnfletsch kriegen wird davon. Weiß ja, scharfes Essen, liebe Krähe, brennt immer mindestens zweimal, wenn es scharf genug ist. Wenn es richtig scharf ist, dreimal. Nämlich dem Kanalarbeiter in den Augen. So, aber das nur am Rande. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir unser Inventar ein bisschen leer kriegen. Dafür auf zur Produktionsstraße. So, Pepperoni-Gelee, sehr schön. Haben wir noch irgendwas, wo wir ganz wenig von haben? Ja, komm, die 5 Pepperonis, die hauen wir auch mal weg. Und dann würde ich sagen, wird erstmal weiter gehopft. So, jetzt müssen wir erstmal noch in unsere Kisten ein bisschen was reinpacken, denn sonst wird das hier alle nix. Nee, da nicht. Packen erstmal die Peperoni hier rein. Rotkohl auch. Ja, komm, die Blaubeeren können wir auch mal eben da reinpacken. Ich habe gerade gesehen, dass ja doch einige davon da sind. Mein Gott, 510 normale. Alter Falter. Bin schon mal überlegen, ob wir nicht einfach... ich wollte jetzt erst ein böses Wort sagen, aber ob wir das ignorieren, dass wir die Sachen verfeinern können und stattdessen einfach sagen, komm, wir verkaufen jetzt einfach mal ein bisschen was, das soll ein bisschen was loswerden und unsere monetäre Situation natürlich verbessern. Ach Gott, jetzt ist ja auch noch was. Wisst ihr was, wir machen erstmal die Tiere.
Und dann kümmern wir uns um den Rest. So, Moment. So, damit hätten wir dich. Dich auch. So, du wärst auch fertig. Wunderbar. Dann erstmal Trüffel, Trüffel, Trüffel. Oh, unser Death Metal Huhn ist erwachsen geworden. Sehr schön. Unser Robot Chicken. Touchly? Ich hab dich doch Robot Chicken genannt beim letzten Mal. Was soll denn das? Ach, den kann man erlauben, schwanger zu werden. Oha. Wer bin ich denn, ihr Vater? Nein, ich erlaube dir jetzt keine Kinder zu kriegen. So, hatten wir dich schon. Ich frage mich nur, warum der den Namen nicht behalten hat. Habe ich irgendwas noch vergessen machen zu müssen? Oder... Man weiß es nicht. Ich habe mich doch dann rechts gedreht. Warum drehst du dich denn wieder nach oben, du Mongo? Also manchmal verstehe ich das echt nicht. Haben wir dich schon? Ja. So, dann gucken wir mal, was ihr uns hier hinterlassen habt. Oh Gott, ein weiteres Schattenei. Crank. Da kann man doch bestimmt Schattenmayo draus machen, ne? Ich packe jetzt mal die Schnecke weg. So, jetzt haben wir wenigstens genug Platz im Inventar. So, liebe Tiere, danke für eure Erzeugnisse. Und jetzt bringe ich erstmal alles ein bisschen weiter weg, nämlich in unsere Produktionshalle. Ja, eigentlich ist es ja nur ein Schuppen, ne? Also von einer Halle kann man da nicht wirklich reden. Aber ich denke, ihr wisst, was gemeint ist, ne? So, die Eier da hoch. Zack, zack. Zack, zack. Und fertig ist die Kiste. Dann, was wollte ich machen? Genau, ich wollte die Trüffel weiterverarbeiten. Wir können auch mal schauen, ob wir vielleicht inzwischen tatsächlich mal unten irgendwas fertig haben an Käse. Ich glaube ja nicht richtig dran. Ich glaube ja nicht dran, dass es jemals fertig wird. Und siehe da, es ist auch nichts fertig. Welche Überraschung, mein Weltbild ist zerstört. So, wir bräuchten noch mehr Eisenerze für unsere Schleimproduktion. So, erstmal Zeugs in die Verkaufskiste. Wollen wir das Schatten einmal verkaufen? Ja, komm, wir verkaufen es mal. Ich will mal wissen, wie viel man daraus kriegt. Nee, wisst ihr was, wir behalten es. Wir machen daraus Schattenmayonnaise, wenn das geht. Also ich gehe mal davon aus, dass das möglich ist, aber ich weiß es letzten Endes gerade nicht. So, und wir müssen Willy noch hier seinen verfeinerten Quarz bringen. Das machen wir mal als erstes, würde ich sagen. Endlich mal wieder eine Aufgabe, die wir auch erfüllen. Gut, was vermutlich hauptsächlich damit zusammenhängt, dass wir dafür nicht in die Mine gehen müssen. Das war ja letztes Mal, fast die letzten Male, fast immer so, dass wir für irgendeine Aufgabe in die Mine mussten. Wo ich zugegebenermaßen wenig bis gar keine Lust drauf habe. So, Flusskrebs, du bist unser. Dann auf zum Strand. Ach, da liegt eine Venusmuschel. Ja, die nehmen wir gleich mit. Erstmal hier wieder ein bisschen Müll aus dem Meer gefischt. Haben wir da links noch was? Ja, ein bisschen was zum Buddeln. Juhu, gemischte Saat. Haben wir irgendwas, was wir Haley schenken können? Nicht wirklich, ne? Ich dachte, dass wir uns mal bei unserer Schwägerin quasi ein bisschen einschmeicheln. Mit einem kleinen Geschenk. Eigentlich hatte ich ja sowieso mal überlegt, hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt, dass wir mal ein bisschen mehr den Leuten was schenken sollen, dass wir uns da ein bisschen beliebter machen. Da müssten wir dann mal schauen, wem wir was schenken. Oder ob wir einfach sagen, weil wir so viel haben, schenken wir jedem Einzelnen einen Diamanten. Ach, jetzt habe ich vergessen, zu Willy zu gehen. Entschuldigt bitte. Wobei ich mich frage, ob die wirklich alle das toll finden würden, wenn wir den Diamanten um die Ohren hauen würden.
Oh, also hast du meinen Gesuch gesehen? Den Aushang sieht perfekt aus. Hier ist etwas für deine Mühen. Whey! So. Hallo, ihr kleine Racker. Da würde ich jetzt mal sagen, kaufen wir uns noch mal ein bisschen Eisenerz. Und gehen dann auch mal zu Robin und gucken, was wir noch brauchen. Ich glaube, Iridiumerz brauchen wir auch, ne? Da glaube ich tatsächlich, haben wir keins mehr. Und das können wir auch, glaube ich, nicht kaufen. So, machen wir eine schön glatte Zahl. Kohle kaufen wir uns auch. Nicht, dass uns dann nachher noch die Kohle ausgeht. Könnte auch mal Werkzeug. Oh, Iridium-Axt. Das wäre natürlich richtig, richtig fein, aber. Nein, wir belassen es erstmal dabei. So, komm, dann gehen wir mal eben hoch zu Robin. Warte mal, da kommen wir schneller hin, wenn wir hier und dann zur Mine, ne? Müsste, meine ich, schneller gehen, zumindest jetzt, da wir hier hinten stehen. So, hoffentlich schaffen wir es noch. Es wird eng, es wird ein Fotofinish. Ja, wobei nicht ganz Fotofinish. Es sei denn, sie ist heute sowieso nicht da. Das wäre natürlich kacke. Aber siehe da, da ist sie. Oh, 500 Steine, meine Fresse. 10 verfeinerte Quarz und ein Iridiumbarren. Ich glaube, selbst am verfeinerten Quarz scheitert er schon. Aber hier für den Pferdestall, wir schauen mal, ob sie. Nein, verhärtetes. Also Hartholz hat sie leider nicht. Ah! Oh toll, jetzt ist unser Inventar von, deswegen können wir es nicht kaufen. Was können wir weghauen? Ja komm, hauen wir dich mal weg. Ich würde sagen, wir sollten uns dann echt mal ein paar Rezepte hier einverleiben. Upsa, nehmen wir einfach alle Rezepte. So. Gut, das Bömsken, da konnten wir auch vorher schon. Oh, ein Kristallpfad. Tata. So, da hätten wir auch unsere Laterne. Was haben wir hier? Holzfeuerschale. Oh. Auch schick, auch schick. So, dann sammeln wir hier nochmal was ein. Und dann geht's ab nach Hause, denn wir haben noch sehr viel Zeug zu produzieren. Im Übrigen habe ich mir angelesen, wo man, es gibt ja bei der Bahn, da gibt es ja oben rechts diesen Durchgang, wo nur so Fragezeichen standen, wo man nicht durchkommt. Und ich habe mir jetzt durchgelesen, wie man da hinkommt. Das ist nämlich der Hexensumpf und der wird freigeschaltet, sobald man das Community Center quasi fertig hat. Meine ich. Oder man muss dann noch eine Quest machen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig. Die Orange nehmen wir noch mit. Müssen aber trotzdem erst einmal was wegbringen. Guck an, wir haben tatsächlich eine Batterie erzeugt. Geil. Dann erstmal rein in die gute Stube. Dich bringen wir auch noch weg. So. Dann auf in unsere Werkshalle. Ich weiß, es ist nur ein kleiner Schum, aber Werkshalle klingt einfach ein bisschen professioneller. Und weil ich ja hier voll seriös, als seriöser Pro rüberkommen möchte. Ach, statt so. Yo, geil, wir können tatsächlich etwas Schattenmayonnaisiges herstellen. Das finde ich super. Also, zack. So, alles fertig. Dann können wir uns jetzt auch endlich mal ums Gewächshaus kümmern. So, rein da. Uralte Früchte, yeah! Und noch mehr Kaffeeböhnchen, sehr gut. Würde ich sagen, sollten wir aus der uralten Frucht auf jeden Fall aus den beiden hier Saat machen und die beiden würde ich vielleicht weiterverarbeiten. Zumindest fände ich diese Idee recht gut. Daneben, daneben. Ah, Moment, ich muss erst düngen, aber wir haben keinen Dünger dabei. Na gut. Kommen wir gleich nochmal hier hin.
erstmal wieder das Inventar leer machen. So, weg mit der Battery, mit der Kohle und mit dem Erz. Oder auch Ore genannt im Englischen. So, dann jetzt erstmal Kaviböhnchen. Ach, ich wollte, haha, entschuldigt bitte, ich wollte die uralte Frucht drin in den Saatguterzeuger stecken, beziehungsweise zwei von den uralten Früchten. So, und dann noch einen letzten Trüffel, den ich weiterverarbeite. Wunderbar. Mehr Eisenbarren. Way! Gut, dann hätten wir die schon mal zusammen. Jetzt fehlen uns nur noch 500 Steine. Könnte ein bisschen dauern, da wir nur 27 haben. Aber noch haben wir ja ein klein wenig Zeit. Genau, ich wollte... Haha. Ich brauche mehr Dünger. Zack, weg. Denn wir haben ja noch ein paar Kaffeeböhnchen und ein bisschen gemischte Saat, die wir weghauen wollen. Und das machen wir jetzt auch einfach kackendreisterweise. So, komm rüber, rüber, rüber. Meter machen, Meter machen, Meter machen. Zack. So, wir haben 4 Bohnen und eine seltene Saat. Dann würde ich sagen... Ach ne, wir haben noch eine gemischte Saat. Haha. Komm, dann machen wir die da auch nochmal hoch. Wird sogar gedüngt. Da werden keine Kosten und Mühen gescheut. So. Nein, ich wollte eigentlich nur die Gießkanne auffüllen. So, sonst war hier noch nichts fertig. Nö, alles klar. Hat ja auch alle noch ein bisschen Zeit, ne? So, wo wollte ich denn hin? Ich wollte doch noch irgendwas machen. Irgendwas hatte ich noch im Hinterkopf. Ach ja, genau, die uralte Saat. Die dürfte jetzt eigentlich schon fertig sein, meine ich. Jo. Ja, insgesamt 3. Sehr schön, dann können wir noch ein paar uralte Samen pflanzen. Das freut doch. So. Erstmal wieder den Weg frei hacken. Und dann noch einmal Wasser drüber und fertig ist die Kiste. Mein Gott, okay. Ich muss gestehen, ich habe es hier ein bisschen wuchern lassen alles. So ein bisschen, so eine Idee. Okay, jetzt brauche ich glaube ich gar nicht mehr sammeln, weil wir kriegen sowieso kein Heu mehr, weil unser Silo voll zu sein scheint. Na komm, ich mache hier aber aus Prinzip hier noch weg. Wir gucken nochmal schnell in unseren Produktionsschuppen, ob da was fertig ist. Oh ja, da ist einiges fertig sogar. Haben wir noch irgendwelche Eier? Nö. Die Schattenmayo ist fertig. Geil. Tatsache, Schattenmayonnaise. Meine Fresse. So. Haben wir noch... Ja, wir haben noch 2 Peperoni. Können wir die nicht irgendwo noch... Ah, ne. Wir haben ja nur Mayonnaise und Käse hier hauptsächlich rausgeholt. Das heißt, das wird wohl erstmal nix. Nein, die Peperoni möchte ich jetzt gerade zumindest nicht essen. Vielleicht später. Gut, vielleicht aber auch niemals. Man weiß es nicht. Ich wollte gerade sagen, wir haben den Kleinen noch gar nicht gekrault heute. Das geht doch nicht. Das ist doch nicht richtig. So, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Verkäufe. Nein, wegschmeißen wollte ich das nicht. Ich wollte das schon verkaufen. So, ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, was die Schattenmayonnaise bringt. Nee, das, den Wein lasse ich mal raus, denn den will ich auch mal verfeinern. Nein, trinken wollte ich ihn nicht. Und dann so, du weg, du weg, du weg. Guck mal, ob das letzte Trüffelöl vielleicht jetzt noch fertig geworden ist. Nein, es ist noch zu Gange. Ich
Hier ist auch nichts fertig. Schade. Wird auch, glaube ich, niemals werden. Wo habe ich denn die Fasern? In welcher Kiste? Da muss ich gerade mal... Genau, hier waren die. Ja, läuft ja bei uns. Dann gucken wir doch nochmal in Le Choupelle. Nö, da ist nichts. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir ein bisschen früher ins Bett kommen heute. Ausnahmsweise mal früher als unsere Frau. So, und deswegen erstmal gute Nacht, ihr Lieben. Und wir haben scheinbar irgendein Achievement bekommen. Ich werde nachher mal nachschauen, was? Oh, der Erlös war jetzt gar nicht mal so viel. Wahrscheinlich, weil wir nicht so viel Trüffelöl verkauft haben. Oder die haben das gepatcht, man weiß es nicht. Ihr Lieben, aber egal, ist nicht schlimm. Wir haben ja trotzdem 27.000 bekommen. Ist ja schon mal ein nettes Sümmchen. Ich bedanke mich daher fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski.